Hat jetzt wieder gegen Huffman das Duell. Geht ins Pick and Roll. Und Tom Döding führt 3 und der hat jetzt ein bisschen Glück, am Glück, dass Koblenz den Dreier da nicht liegen lässt. Also nicht macht, sondern liegen lässt. Und dann das dritte Foul und da haben sie Pölking attackiert. Ja. Herr Sierra im Nachfassen mit den Punkten. Oh, stark gemacht von Kuhumis. Da hat Pluskota ein bisschen spekuliert. Ja, wird da sehr eng verteidigt. Und Joni Küttner war cool. Ganz wichtiger Dreier für die Dragons. Und das nächste Foul von Hall, der Kuhumis an die Linie schickt. Auch on point. Und das ist mal so ein Highlight-Play hier zu Beginn. 5 Rebounds schon gesammelt, Forrester. Ne, 6 Rebounds sind. Kam mir fast noch ein bisschen mehr vor. Kuhumis! Für 3! Endlich! Und das ist mal ein Ausrufezeichen von Anthony Watkins im Spiel. Er wird natürlich weiter werfen, wenn er die Würfe bekommt. Und das zeichnet ihn dann aber defensiv. Machen sie den Dragons das Leben schwer und dann brauchen sie eben offensiv auch keine Glanzleistung. Wollte ich gerade sagen. Und Kuhumis. Wahrscheinlich ein verdienter Sieg für Koblenz. Kuhumis hat jetzt mal ein bisschen Glück. Dank und dann ist es Huffman mit dem Stil, der den Ball allerdings nochmal verliert. Und ja, Kuhumis macht noch ein bisschen Ergebniskosmetik.